Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Satisfactory Update 4. Bei der letzten Folge waren wir kurz davor Steelworks Level 2 abzuschließen und da werden wir uns auch heute dran machen, um dann nicht unbedingt gleich in Steelworks Level 3 reinzugehen, sondern vielleicht erstmal einen Hypertube-Hub zu bauen und. Schauen wir mal, was sich so ergibt. Ich mach mich klein und schon geht's los. Wir haben hier gerade Limestone hochgebracht und ich sehe gerade, das funktioniert noch nicht so ganz so gut. Das müssen wir hier nochmal. So, genau. Und wenn wir jetzt mal hier so reingucken, dann fehlt hier ein bisschen was. Sekunde. So, jetzt haben wir das hier. Hier ist die Level 3, die Level 2. Und da benötigen wir vor allem 4 Konstruktoren, die Concrete bauen, und zwar 60 die Minute. Das machen wir mal. 4 Konstruktoren, die werde ich hier einfach mal so hinstellen, ganz auf entspannt. Genau, hier, zack. Mal ein bisschen lauter, dass ihr oben was hört. 1, 2, 3 und 4. So, ne, ihr kennt das Spiel, hier wird einmal reingesplittet, schön auf Mitte, 1, 2 und 4, brauchen halt im Maximum, hier kommen 180, benötigen hier also Förderband MK3, 2 nach da, einmal nach da, perfekt. Ich werde jetzt alles mit MK3 hier vorne verbinden und rein geht es mit Mark 1, weil da brauchen wir nämlich nur 45, ne? Jo. Beton ist es, genau, 45 Kalkstein. Beton und Biomasse. Beton. So, jetzt haben wir das. Natürlich noch nicht ganz fertig. Wir brauchen hier entsprechend Strom. Thomas MK2 ist hier gesetzt. Eins, zwei, drei und vier. Und den können wir einfach mal entspannt hier mal so nach hinten ziehen. Leitung zu lang. Einmal hier. Na, ich mag das immer so gerne an den Ecken. Warum auch nicht? So, dann ist das auch fertig. Es ist alles gelb hinten. Jetzt brauchen wir nur noch den Limestone da unten auf 180 zu übertakten. Ich glaube, das kriegen wir sogar hin. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel Limestone da unten. Naja, mal sehen wir gleich. Einmal hier das Ding rauf. Und dann machen wir das mal hier so. Und ziehen es mal nach da. Wie viel kann er denn? Da haben wir jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich hoffe einfach, es klappt. Der macht 120, alles klar. Und 180. Einmal übertakten, reicht hier völlig hin. So. Dann hätten wir das auch. Das zusammen mit Stahlrohren gibt diese gibt halt diese Stahl-Betonträger und die sind tatsächlich auch die Grundlage für Mark 4 Bänder. Das heißt, von denen sollte man sich schon ein wenig gönnen. So. Unser Schnubbi fängt da unten jetzt an. Und wir werden jetzt hier hinten entsprechend die Fusionatoren bauen. Eins und zwei, drei, vier. Rauskommen hier aus 45, 15 Beton. Es reicht also Mark 1. Gerade am Anfang, liebe Leute, da sind die Ressourcen noch nicht so im Überfluss da. Insgesamt brauchen wir 60. Das wird sich auch nicht ändern. Also können wir hier komplett mit Mark 1 arbeiten. Ja, es macht keinen Unterschied. Wir ziehen das jetzt hier lang. Können auch direkt auf dem Boden bleiben.
Und jetzt müssen wir hier... Hier haben wir das ja schon mittig einmal gebaut. So, 1, 2 zurück. Und jetzt kann ich hier einfach auf Mark 1 gehen, mich das hier in die Mitte reinpacken. Oh, Chucky, stabile Grammatik. Und jetzt haben wir das hier schön mittig gelegt. Okay, liebe Leute, es sieht so aus, als ob das alles funktionieren würde. Wobei ich überlege, ob ich das ganze Ding hier nicht einfach wegnehme. Und hier drauf fusioniere mit Mark 1. Ist nämlich auch so schön. Passt hier gerade so gut. Würde das hier tatsächlich dann mal einfach auf Mark 3 erweitern. Einfach damit es schneller geht. Und das bis hier ziehen. Und wenn wir jetzt noch schlauer sind, können wir das hier alles wegnehmen. Auch das Ding hier. Und werden hier einfach einen Fusionator hinbauen. Zack. Nehmen die Dinger weg. Oh, die Stadttoren haben wir ja inzwischen schon rausgehauen. Ja, hier funktioniert das auch ganz gut jetzt hier mit dem Beton. So, hier kommen eh nur 5 raus, also reicht hier Mark 1. So, hier machen wir Mark 3 und hier geht's dann. Hier müssen wir tatsächlich ordentlich. Weil sonst habe ich das Gefühl, baue ich das alles gleich nochmal. Weil ihr erinnert euch, wir brauchen sehr viel von den Konstruktoren später für Kabel. Mal jetzt also mal bis hier. Dann werde ich das hier einfach reinpacken und dann muss ich natürlich noch entsprechend die Kohle hinzufügen. Knapp 600 brauchen wir ja, ne? Also aktuell nur 532, aber perspektivisch brauchen wir exakt 600 von allem und deswegen 600, ne? Das sind 2x 270er und ein 60er. Und so gehen die Flächen voll. Das ist halt nochmal komplett der Kontrast zu dem Eisentower. Eventuell könnte man auch nochmal einen Stahltower konzipieren. Ja, aber habe ich in dem Fall tatsächlich darauf verzichtet. Es würde gehen. Es würde gehen. Ja. Aber vielleicht machen wir das vielleicht nochmal in so einer Art Umbauprojekt. Müsste ich mir aber im Vorfeld erstmal überlegen und wieder bauen. Cool ist, mit Stahl bist du echt mit Mark 4 Bändern schon am Start, ne? Das ist immer, das ist echt komplett wild. So, und jetzt machen wir das hier mal weiter. So, Transport. Wir brauchen hier die LKW-Station. Einmal umgedreht. So. Hier geht's raus, hier geht's rein. Muss rein bei uns. 1, 2. Strom benötigen wir auch. Kommt hier hin. Huch, nee. Kann ich hiermit gleich verdrahten. Ja,
Ich bin mal gespannt hier. Ah, da seht ihr, da kommen schon die ersten Stahlträger daran. Was wir halt auch noch benötigen, ist halt Kohle. Ja, das heißt, wir brauchen tatsächlich nicht 600, wir brauchen halt ein bisschen mehr Kohle als 600. Das ist der Punkt. Ah ja, hier muss ich auch... Ach, guck an, ja genau. Hier müssen wir halt auch noch mal einmal... fusionieren. Da reicht aber Mark One. So. Na, hier wäre das... 1, 2. Mark One Förderband. Die müssen wir nämlich auch noch weiterführen. Ja, und jetzt, ne, jetzt wird das hier alles schon ein bisschen entspannter. So, das ist das. Und dann haben wir die Dinger hier noch. Ja, kann ich jetzt hier auch nochmal einen Fusionator nehmen. Den hier kurz mal wegnehmen, das hier mittig fassen. Hier Mark One nehmen, um die Sachen hier abzufangen. Sehr, sehr gut. Okay, das haben wir. Das heißt, unsere ganzen Sachen werden hier, alles was jetzt Richtung Lager muss, wird hier einfach bearbeitet. Okay, so, und jetzt würde ich hier gerne Mark One nehmen, hier hin. Und dann tatsächlich unter dem Ding hier arbeiten. Und zwar machen wir das ganz einfach mit einem weiteren Fundament. Machen das so. So. Genau, ungefähr so. Jetzt haben wir hier zwei. Okay, das war's nicht. Organisation. Wir müssen kurz mal hier rauf mit der Leiter. So nämlich. Genau. Und jetzt kann man halt auch mit dem Ding hier weitergehen. Man könnte das auch richtig cool machen mit Rahmenfundamenten, überlege ich gerade. Schauen wir mal. Das Problem bei diesen Rahmenfundamenten ist, ist immer so ein kleine Erhöhung da drin. Mit den Rahmenfundamenten selber zu arbeiten ist ohne Jetpack schwierig. Kohle kommt unten lang, ne? Okay, und ist erste Reihe, okay. Mach das jetzt erstmal so.
Wohl wissen, dass die Kohle noch nicht ausreicht, beziehungsweise wir müssen es ja eh noch machen. 1, 2, so 3, die kommen mal weg. Ich versuche das hier schon mal aufzubauen. Hier schon mal, dass alles so ein bisschen weggeht. Brauchen wir hundertprozentig auch gleich denn den die volle Lotte hier. Und dann hier reicht aber Mark One. So, was ich jetzt hier möchte, ist, dass ich das hier mit so einem kleinen Förderlift. Ja, ich mach das nicht mit Rahmenfundamenten. Das ist einfach zu wild. So. Beziehungsweise. Ja, so ist das okay. Kann das eigentlich auch weg. Kann man das hier einfach so machen und wieder zumachen. Na, weil jetzt haben wir den Punkt, also hier können wir ruhig einsteigen als Einstiegspunkt. Genau, kann ich hier runter und hier sozusagen die entsprechende Kohle, die ich über habe, schön einfach mal mittig nehmen. Erstmal da hinten ziehen. Na, und muss halt nicht oben lang gehen. Und dann kann hier auf entspannt einfach mal einmal hier so eine Art Zwischenboden einziehen. Später gibt es halt noch ein bisschen bessere Möglichkeiten. Mit den Rahmenfundamenten und dem Jetpack beispielsweise. Dann können wir den hier rausnehmen, das Rahmenfundament weg. Das hier einfach mal so. Und ihn jetzt hier. Förderlift Mark One so bauen. Ja, oder auch nicht. Ach komm, Freunde, wir machen es ordentlich, ne? Wir machen es ordentlich. Wir nehmen das hier alles weg. Da hinten. Ziehen das hier einfach so weit, wie es geht. Und dann haben wir hier gesagt, die Mitte. Schon. Ist hier die Mitte? Ja, das ist überall die Mitte. Perfekt. So, dann kann man das auch zumachen. Wenn man jetzt ganz wild ist, kann man mit den entsprechenden, wir haben ja das Eckrampenpaket gekauft. Und wenn ihr hier die Eckrampe abwärts nehmt, und zwar in dem Fall, haben wir die invertierte. Nehmen wir mal die. War das die? Nee. Welche war das jetzt? Ja, die Eckrampe abwärts, die hat kein Clipping. Da könnt ihr das hier so zubauen, ja, und dann sieht man das im Prinzip gar nicht. Auch nicht schlecht. So, und hier kommt jetzt genug Stuff an. Hier haben wir natürlich ein Stahlträgerproblem, ganz klar. Was haben wir denn hier? Ach, modulare Rahmen fehlen, siehste. Die müssen natürlich auch noch ran. Ja, hier rüber.
Die brauchen wir. Wenn ich mal hier so reingucke, 5 die Minute, ne, da reicht auf jeden Fall wieder Mark 1. Die gönnen wir uns dann hier mal so lang. Nope. Besser. Und dann werden wir hier nochmal einen hinbauen. Weil ich mir da nicht so ganz so sicher bin, wie ich das löse am besten. Aber ihr wisst ja, wir brauchen halt noch die modularen Rahmen, die müssen ja herkommen, ne? Auf eine gewisse Art und Weise und am besten mit unseren 2 Schleppern. Weil sonst funktioniert das ja alles nicht. Super direkt daneben. So, hier ist Entladen. Und dann geht's hier mit dem Mark 1 Förderband. Nein, nein. Okay. Und ich finde, es ist natürlich sehr spacig, ne? Also mit anderen Worten, wir haben eine Menge Platz hier. Das geht alles viel kompakter. Aber ich finde gerade bei so einer Tutorial-Serie, kompakt bauen haben wir ja schon jetzt gemacht im Eisentower. Und das ist halt einfach auch mega anstrengend, ne? Und manchmal will man halt auch einfach nur... Hier ist 1, 2. Einfach nur, ja, soll ich sagen, die Sachen erstmal auf die Straße kriegen. Und Platz hat man ja. So, das Ding ist, irgendwie offensichtlich gibt es hier keine Kohle. Ach, da fehlt halt noch was. Was aber eigentlich gar nicht so schlecht ist. Jetzt fehlen mir die Materialien, nicht kotze. Aber okay, ich will das eh nochmal hier redesignen, weil wir sowieso... Shit. Oh. Weil wir hier eh noch eine zweite Anbindung benötigen. Und deswegen nehme ich das hier weg. Ihr kennt das schon. Fundament mal 4, das da drunter. Das hier mal wegnehmen und hier so einen kleinen Splitter bauen.
So, und ich werde mir jetzt schnell nochmal ein bisschen Eisenplatten holen. Oder habe ich die drin? Habe ich da schon ein paar weggepackt? Nö. Los geht's. Na, und hier habe ich halt so viel Platz gelassen, weil wir in Level 3 durchaus noch ein bisschen mehr Platz da benötigen. Muss dann natürlich eben auch nochmal meine beiden Schlepper, Spur bzw. den Autopiloten nochmal neu konfigurieren, die Strecke nochmal neu aufnehmen, aber das sollte kein Problem sein. Und nochmal, liebe Leute. Dadurch, dass wir am Anfang so gut geplant haben, der Eisentower steht, konstant produziert, aber auch konstant schreddert, nebenbei unser Lager auffüllt, generieren wir konstant Coupons. Wir müssen da unten nochmal, siehst du, Kupfer und Kabel, das will ich auch nochmal anschließen. Auch nochmal unten nochmal ein bisschen redesign, Katerium, also was. Wir haben ja jetzt ein bisschen bessere Möglichkeiten. So. Die Dinger auch fast voll wieder. Okay, ja, das kommt alles mal weg. Mhm, 200, das. Okay. Bevor das läuft, fällt mir ein. Müssten wir hier, glaube ich, noch mal ein bisschen was bauen. Nämlich, wir sind ja jetzt im Prinzip da durch. Hier kommt ja jetzt nur noch der Kram an. Aber so ganz halt auch nicht, ne? Wir brauchen jetzt erstmal intelligenter Splitter. Ungefähr auf, was haben wir gesagt? Ist das hier die Mitte? Genau. So, hier unten, ne? Oh ja, das läuft richtig gut hier. Okay, jetzt müssen wir mal so bauen. Stimmt, bevor wir nämlich anfangen, hier die Sachen wieder hin und her zu schieben. Muss ein Stück nach hinten, aber ist okay. Zwei nach hinten. Ich versuche mal von unten. Ja. Oben direkt, unten. Hey, oben ist Dings, okay. Probieren wir es mal andersrum. Ich versuche mal einfach nur das gleiche hinzukriegen. Okay, so geht's. Und dann haben wir hier nochmal einen Fusionator. Wegschreddert, aber dafür ist das Ding hier ein bisschen zu nah dran. Da müssen wir noch mal einen Meter nach hinten gehen. Weitergeht.
Wieso ist denn das so blöd schräg? Das muss doch mal mittig. Okay. Geht's auch wieder mal ein bisschen schneller. Tipptopp. So, dann wird hier geschreddert. Dann wird hier mal erweitert. So, ne? Und dann kann man hier, sagen wir, linke Ausgang, kommen halt die Stahlbetonträger. Und rechter Ausgang kommt Überschuss. Ja, habe ich das hier auch so? Und mittlerer Ausgang, alles unbestimmte, das ist klar. Und dann kann man das dann immer noch hier Richtung Dings bringen, Richtung Schredder. Alles was nicht unbestimmt, alles was nicht bestimmt ist. Ne? Nehmen das Ding mal hier weg. Packen hier mal einen Fusionator auf die Höhe. Ich glaube so. Okay, das sieht doch gut aus. Es ist immer noch schräg hier. Eigentlich müssen wir es ja so machen, ne? Na, aktuell. Ja, wenn das Ding voll ist. Okay. Passt, passt, passt. Und da wird schön geschreddert. So, die Dinger haben wir genug. Oh, Coupons, siehst du? Und das Ding muss ich nochmal hinbauen. Das wollte ich eh nochmal machen. Das war beim ersten Mal auch so ein bisschen doof. Hier kommt das Ding. Und Organisation, persönliche Aufbewahrungsbox. Und die Dinger rein, zack. Dann habe ich hier noch irgendwelche Smart Platings. Die können wir auch nochmal schnell wegbringen. Oh, Statoren habe ich ja auch. Siehst du? Und schon müssen wir wieder mal ein bisschen rein. Boden ist zu steil. Dann mache ich doch mal hier mal ein bisschen gleich nochmal. So, ne? Prophylaktisch. Autosave haben wir gleich. Der sollte aber jetzt nicht. Genau. So, dann können wir das Ding hier gleich mal wegnehmen. Zack. So.
hier zum Beispiel, hat er eben nicht gesnappt. Musste ich selber snappen. Gut, hier snappt er nicht, weil es einfach komplett bescheuert aussieht. Hier muss er so hin. Snappt er. Snap. Hier snappt er nicht. Bei Gott. Ich weiß nicht, warum das so ist. Jesus. Aber man muss es dann machen. Hier schon runterkrachen. So, und jetzt müssen wir hier noch. Ich kann hier Mark One machen. Ich muss sagen, ich habe es ja in meinem Playthrough auf Twitch ein bisschen anders. Aber okay. Gar sogar richtig Mitte hier. Und das ist natürlich auch schräg. Manche Sachen, ne? Na bitte. So, hier haben wir sonst alles, ne? Hier links soll Stahlbetonträger und dann kommt hier links Statoren. Mittlerer Ausgang, alles Unbestimmte und rechts Überschuss. Perfekt. So, jetzt haben wir das zumindest vorbereitet. Ich nehme mir noch mal ein paar Platten mit, weil da wurde jetzt einiges verbraucht. Das haben wir alles. Okay. So, dann haben wir auch. War ja klar, musste auch mal wieder sein. Jungs, auch beim Zocken immer schön trinken, ne? Wenn man so lange sitzt, ist nicht gut, ist nicht gut. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir heute auf jeden Fall Steelworks Level 2 in Betrieb nehmen können. Und vielleicht sogar schon die Forschung für die Hypertubes, nur dass ich hier nicht immer wie so ein Pleb in diesem Ding hier rumballern muss. Ne? Bidu, bidu. Mein Chiropraktor rastet richtig aus. Aber hier wollten wir gerade die Kohle ein wenig neu machen. So, Mark One reicht. Perfekt.
Sehr schön, da haben wir die Kohle. Dann kann das hier weg. Das auch. Was man jetzt natürlich hier machen kann, damit man das dann auch schön sieht, ist entsprechend die Glasfronten hier zu nehmen. Ja, und dann sieht man auch, ob hier was läuft oder eben nicht. Und ihr seht schon, ne, da ist jetzt, hat sich schon einiges angestaut. Okay. Ich baue das Ding mal ab. Hier beladen. Hier gehen die Dinger raus. Ich will aber nur, dass die Sache hier mal wieder läuft und danach müssen wir nur noch die Stahlproduktion erhöhen. Und dann haben wir es auch schon. So, okay. Brauchen wir noch irgendwelche Sachen? Nee, das ist alles. Hier, die Dinger. Da können wir noch ein paar mehr reinhauen. Ja, die bewegen sich jetzt hier schön voran. Und wir bauen jetzt die Routen neu. Denn es ist wichtig, dass jetzt hier langsam abtransportiert wird. Er hat hier nichts drin. Autopilot Weg freimachen. Zack. Aufnahme starten. Ladevorgang, ne? So, hier wird geladen. Jetzt wird gefahren. Guck mal, da unten so ein Vieh. Die respawnen nach 6 Tagen, glaube ich. Das war der Punkt. Ja klar, das könnten wir auch mit dem Förderband machen, Leute. Klar. Aber hier geht es ja auch darum, euch mal zu zeigen, was das Spiel hier alles so für Möglichkeiten bietet. Ausladen, ihr seht es jetzt hier nicht, aber hier ist so ein Balken. Wenn der leer ist, dann fahren wir weiter. Und sehr geil. Ist auch cool. Diese Reifen waren noch nie im Dreck. Aber ich habe erstmal hier schön so eine hier Reifenspuren nach.
Aber ich glaube, das Ding ist auch eher dafür gebaut, dass du da halt wirklich vom auf dem Boden so Sachen hin und her bringst, ne? Vielleicht auch direkt Strom. Aufnahme beenden. Der schiebt jetzt hier auch nicht raus, ne? Statoren habe ich jetzt auch. So, jetzt der nächste, der die modularen Rahmen besorgen soll. Oh, das war ja eigentlich okay. Erstes Weg frei machen. Gefühlt würde ich hier aber gerne noch mal ein bisschen erweitern. Damit ich dann auch noch mal, damit die hier nicht runterkrachen. Damit ich noch mal diese Dinger hier, die Männer mit Sprossen bauen kann. So, dann schieben wir hier mal lang. Er macht seine Runden, das funktioniert wohl. Und jetzt fahren wir natürlich zum modularen Rahmen, ja, nämlich Fabrik, aber da, wo wir es abholen sollen. Hier so ein bisschen mittig. Huch. Kann man ja auch rauslöschen. Werde ich auch gleich mal machen. Oh, ich sehe da unten schon wieder irgendwelche Smart Platings, die nicht weitergehen. Werden wir gleich sehen. Wichtig ist, dass die einfach nicht kollidieren, ne? Ausladen, wie viel hat er denn hier hinten drin? Ah, der kann gerade nicht ausladen, weil zu viel drin ist, ne? Obwohl, nö, müsste eigentlich können.
alle da los? Wartezeit 7,5, Wartezeit 6. Knoten löschen. Gut. Jetzt werde ich hier nochmal kurz per Hand los. So, schon wieder eine Stunde fast rum, es ist unglaublich, dabei habe ich heute gar nicht so viel gemacht, gefühlt, aber gut, wir gucken jetzt hier mal an, wo ist das Problem? So, rechts. Alles unbestimmt. Ach so, da haben wir denn hier nicht so die Verbindung gehabt. Okay. So, jetzt geht's aber. Kurz checken, sind die Statoren am Start? Ja. Statoren 2. 98. Ja, das war ein bisschen bescheuert. Der Rest wurde offensichtlich geschreddert. Sehr geil. Bisschen. Okay. Dauert ein bisschen, bis das jetzt hier weggeht. Okay, hier kommen die Statoren. Gelbe Stäbe. Das müsste ich mir irgendwann auch nochmal angucken. Was sind das hier? Mittlerer Ausgang, das. Rechter Ausgang, vierseitiger Rahmen, Überschuss. Ja, das ist okay. Gehen die Dinger hoch, okay. Ah, hier, vielleicht das mal ein bisschen erhöhen. Vom Speed her. Wo sind die Statoren? Die Dinger ruhig mal schneller, ne? Weil sonst sind die einfach. Sonst ist das mit diesem Überschuss, ne? Sonst kommen die da nicht schnell genug hoch. Dann hast du hier das Problem. So. Wie sieht es denn jetzt hier mit den Statoren aus, Boys? 16. Okay. 50 habe ich. Nehmen wir mal die 100. Dann gehen wir gleich mal hier direkt in die Forschung rein. 300 Kupferblech. Haben wir. Perfekt. Also. Zack, zack, zack. Zack, zack.
Hypertubes, liebe Leute. Freigeschaltet. So, was sind Hypertubes? Für die, die es nicht wissen, ist eine Art der Fabriktransportation. Ja, aktuell, ihr seht es ja, wir können ja mit den Trackern, mit den Fahrzeugen mitfahren, wir können gehen, wir können natürlich diesen geilen Jump machen. So, und jetzt haben wir halt neu unter Transport die sogenannten Hypertubes. Wir haben halt auch schon so ein paar Sachen dazu gebaut, also dazu gekauft. Sie verhalten sich im Prinzip wie Rohre. Du hast Wandhalterungen, du hast Wanddurchführungen, du kannst sie stapeln, Hypertube und Hypertube-Eingang. Und ihr seht, ne, der Eingang benötigt hier diese Betondinger, die Stahlbetondreher, Entschuldigung, und Rotoren und alles. Der Rest eher nicht so, ne? Aber Eingang und die Hypertube selber braucht auch diese Stahlrohre. Die Hypertube selber müsst ihr euch so vorstellen. Ich baue mal einen kleinen, ja, wie soll ich sagen, hier so einen kleinen Eingang. Bauen wir mal eine kleine Hypertube-Stütze. Und hier eine. Dann kann man auf der Stütze den Eingang machen. Da kann man dann jetzt, ne, gucken, in welche Richtung. Kann man aber auch, muss man halt tatsächlich diese Pfeile beachten. So, und jetzt kann man mit der Hypertube einfach das so ein bisschen verlängern. Die ist durchsichtig. Durchsichtig. Und der Eingang benötigt Strom. Ihr nehmt also eine Stromleitung. Hier. Ja, die nicht, sondern hier mal MK2. Und jetzt können wir das hier einmal verbinden. So, na, jetzt seht ihr hier so ein bisschen so ein Sauger. Dadurch ist das Ding an. Und jetzt könnt ihr hier euch einfach da durchschieben lassen. Und ihr müsst wissen, diese Dinger beschleunigen euch. Das heißt, wenn ich jetzt hier, also ich kann jetzt hier nichts weiter machen, was ich aber machen kann, ist, ich nehme nochmal eine Stütze, hier, hier, hier. Das Gute ist, ihr könnt auch hier die Stütze natürlich in die Höhe und mit dem Mausrad auch noch in so eine gewisse Richtung schieben. Ne? Ich mach das jetzt mal so. Und jetzt kann ich hier einfach immer noch mehr Eingänge hinpacken und das nennt sich dann Beschleuniger. Und dann nehmen wir hier mal so eine Stromleitung, die stellen wir einfach mal brechen. Einfach hier hin. Oh, oh. Oh, super geil. Der rastet komplett aus. Sorry, Mann, sorry. Okay, machen wir das mal anders. Das mal hier. Wir bauen uns mal ein bisschen was. Da habe ich jetzt mal Bock drauf. Das will ich jetzt einfach mal ausprobieren. Wir machen das hier eine Stütze. Machen wir das mal so. Dann machen wir davon Hypertubes. So. Ich glaube, dann der Eingang. Genau, und jetzt können wir das leider nicht machen. Müssen wir das wegnehmen. Dann nochmal ein Eingang. Ich muss mal gucken, ob das hinhaut. Also Sinn ist, ihr merkt schon, ne, das so ein bisschen zu beschleunigen. Ah ja, so. Das funktioniert nicht. So eine Hypertube braucht halt einen Ausgang. Und deswegen müsst ihr die Hypertube verbinden, dann diese Stütze wegnehmen. Na, und schon habt ihr hier, ne, geht's. So, ah ja, okay, ich erinnere mich. So langsam kommt's wieder. So, dann könnt ihr hier eine Stütze drin bauen. Dann hier. Dann verbindet ihr die wieder. Dann baut ihr hier eine Stütze hin. Und von mir aus ja auch die. Mal sehen, können wir ein bisschen ausprobieren. Dann nehmt ihr die weg, dann nehmt ihr die weg. So, und dann könnt ihr hier überall diese Eingänge noch bauen. Und ich glaube, wenn ich das jetzt mache, richtig. Genau, ihr habt es gehört, so bupp, 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 ne? Dann wird es halt schon ein bisschen schneller. Wir bauen uns nochmal so einen Eingang hier hin. Also erstmal eine Stütze. Und dann nochmal einen Eingang. Und dann einfach mal hier so eine Hypertube.
Zu lang. Nee, ungenügend Materialien. Ach, brauche ich Kupfer-Dings hier. Guck mal ganz kurz, wie schnell das ist. Ja, ne? Hat schon was. Hat schon Speed. Noch nicht genug. Deswegen werden wir noch mal ein bisschen Kupfer. Und das Problem dabei ist, natürlich brauchst du eine lange Beschleunigungsstrecke durch diese Teile, ne? Und das ist halt nervig. Ich nehme hier nochmal die Dinger. Naja, hier werden auch langsam mehr, hier werden auch wieder mehr. By the way, wollte ich nochmal kurz gucken. Ich glaube, wir sind dann so vom Meilenstein her, jo, haben wir alles, sind wir hier durch. Fortgeschrittene Stahlproduktion, genau. Hier haben wir noch Motoren, automatische Verkabelung, schwere modulare Rahmen. Das sind auch die drei Sachen, die wir auf jeden Fall noch machen müssen. Deswegen. Aber mit dieser Hypertube, die wir dann jetzt hier nochmal so machen. Ein so. Eins, zwei. Und dann vielleicht nochmal so. Und dann mal gucken, ob wir ein bisschen fliegen können. Jo, können wir, aber das ist jetzt nicht wirklich die Welt. Deswegen werde ich einfach nochmal ein bisschen mehr beschleunigen. Das sieht jetzt hier auch mega beschissen aus alles. Wir nehmen das hier alles nochmal weg. So, die nächste Stütze dahin. Bin mal gespannt. Oh, das ist schon schräg hier, das ist nicht gut. Immer schön auf dieser Linie bleiben. So, Linie, genau. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das sowas denn hinhaut. Eingang. Stütze. Wegnehmen. Neue Stütze. Eingang. Stütze. Wegnehmen. Neue Stütze. Eingang. Es gibt auch so einen Hypertube Hub und das werde ich beim nächsten Mal, denke ich, bauen. Die meinen YouTube-Kanal verfolgen, die wissen, was ich meine. Das ist halt so eine Beschleunigung auf eher kurzem Raum. Okay, einmal machen wir es noch und dann. So. Nudel, vertikal, Standard, machen wir Förderer 2D, so. So, und jetzt müssen wir das mal so. Ich bin mal gespannt, vorher kurz mal speichern. Die Dinger entsprechend anbauen. Ein Kabelmeier. Aber das ist ja kein Problem. Ja, wir müssen aber auch dann irgendwann nochmal die Kabeldinger wieder anbauen. Jetzt mit Statoren aus. 73, alles klar.
Na denn, mal probieren. Speichern. Wow. Das war jetzt nicht so geil, gefühlt. Ich meine, auf jeden Fall schon schneller als sonst, ne? Aber auch nicht wirklich. Ich denke, wir bauen hier so ein kleines Hypertube-Hub und dann ist das hier jetzt mal ein bisschen schneller. So, meine Leute, das soll es für heute gewesen sein. Einiges geschafft. Hypertube-Milestone. Steelworks laufen auf Level 2. Da fehlt noch ein bisschen Kohle und Stahl. Werde ich in der nächsten Folge verbinden, damit das auch auf 100% läuft. Hypertube-Hub werden wir bauen. Und dann haben wir Steelworks Level 3 auch noch auf dem Plan. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Satisfactory Update 4. Bis dann, macht's gut. Euer Tuki. Okay.